Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Die erste Hälfte der 12. Session mittlerweile, liebe Leute. Und ja, wir sind immer noch im Gefängnis der Echsenmenschen. Und hier sehen wir auch schon einen selbigen. Zwei selbige. Oh, wow, 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 Freunde. Locker bleiben. Immer chillen. Okay, Wächter. Hey, Level up gleich zu Beginn einer Session. Geil. 6 Gold und ein Stück Fleisch. 12 Gold, ein kleiner Heiltrank und ein Zellenschlüssel. So muss man eine Session beginnen, liebe Leute. Ihr dürftet wahrscheinlich heute den zweiten Weihnachtsfeiertag haben. Wir haben hier zum Zeitpunkt der Aufnahme den 10. November 2015. Um jetzt... es ist gleich 20 vor 12 mittags. Also wir haben noch vormittags tatsächlich. Ein Schloss. Mal gucken, was hier noch so schönes drin ist. Ein Bett, in dem wir uns ausruhen können. Das ist gut. Dann gucken wir mal, was hier noch schönes ist. Ich glaube, in einem der Zellen war auch noch ein Item drin. Knochen. Suppi. Egal, nehmen wir trotzdem mit. Dann lieber Knochen als gar nichts. Und es gibt auch noch was, was ich euch nicht verschweigen möchte. In diesem Gefängnis. Dazu kommen wir nämlich gleich, denn es gibt hier zwei Geschosse. Wir sind hier gerade noch im Erdgeschoss vom Echsenmenschen-Gefängnis, sag ich mal so. Und es gibt dann... Oh, eine Steinplatte. Steigert wieder mal unsere Weisheit. Das ist sehr gut. Und dann gibt es noch einen oberen Bereich. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir nicht zu Eldrick gegangen sind, sondern erstmal zu diesem Bereich hier. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Glücklicherweise haben wir ja unsere Fackel dabei. Die Zelle ist leer. Gucken wir mal. Ah, kleiner Antimagie-Kristall. Hier war das. Okay. Das nenne ich doch eher ein wünschenswertes Item. Hier ist irgendwie niemand drin. Okay. War das eine andere Zelle? Es war auf jeden Fall hier. Das weiß ich noch. Denn hier noch was drin? Nö. Okay. Das ist bedauerlich. Dann gucken wir mal weiter. Ah, hier auf die andere Seite. Genau. Hier müsste das sein. Ja, das sieht gut aus. Ihr seht richtig. Dort drin ist ein Oger. Dog heißt er. Sprechen wir ihn mal an. Dog erwartet Schuppenmann, aber Mensch kommt. Warum kommt Mensch zu Dog? Was machst du hier? Was machst du hier? Schuppenmänner fangen Dork. Dork kämpft gegen Schuppige, aber zu viele kommen und sperren Dork ein. Dork hasst Schuppenmänner. Du bist frei. Du bist frei. Mensch befreit Dork. Mensch Freund von Dork. Ja, ihr hört richtig. Wir haben einen Oger befreit, der zeigt sich erkenntlich, indem er uns in Ruhe lässt, sozusagen. Sprechen wir ihn nochmal an. Du bist Freund. Freut mich. Also wir haben jetzt einen Oger als Freund. Aber leider nicht als Follower. Aber das macht ja auch nichts. Wir sind ja schon inzwischen ziemlich stark geworden, wenn ich mal damals so denke, wo wir uns gegen Broger noch einen abgebrochen haben. So, und jetzt können wir in aller Ruhe mit Eldrick sprechen. Hier ist noch ein Echsenschwert, das ich vergessen habe. Geht ja gar nicht. So, den Rest hatten wir ja erkundet. Ich war ja hier extra stehen geblieben, um euch zu zeigen, was sich hier noch befindet. Nämlich der Oger. Da wir den jetzt befreit haben, können wir jetzt... Warum gehe ich ein? Ja, ist doch der richtige Weg. Können wir jetzt in die Richtung gehen, nämlich dorthin, wo wir damals den Priester gekillt haben. Und, Alaric will ich sagen. Nein, Alaric nicht, sondern Eldrick gefunden haben. Alaric, was hat denn Alaric mit den Druiden zu tun? Gemeint ist natürlich der geschätzte Let's Play-Kollege und Schmidtsparte Alaric's Little Horror Show. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Du guckst das ja sicherlich, denke ich mal. Könnte ich mir durchaus vorstellen. So, ich glaube, eine Fackel müssen wir noch anmachen hier. So, das ist auch nicht weiter tragisch. Und dann können wir jetzt mit Eldrick sprechen. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Folge mir. Wieso soll ich dir folgen? Folge mir doch. Auf Google Plus und auf Twitter. Bitte. Das wäre super von dir, Eldrick.
Egal, auf jeden Fall folgen wir dem Druiden. Wir sind seine Fackel der Erleuchtung. Kleine Andeutung auf ein Spiel, das ich irgendwann noch Let's Playen möchte, nämlich auf Command & Conquer, Teil 1 der Tiberium-Konflikt. Cyril steht immer noch hier und Doc ist auch noch da. Wie schön. Reine Freundesversammlung hier. Und schon sind wir draußen, liebe Leute. So schnell kann das gehen. Das Blöde ist jetzt nur, dass die Fackel jetzt wieder mal sinnlos ist, aber egal. Das macht hier nichts. Ach, ist das schön, wieder frische Luft zu atmen. Keine Echsenmenschenverseuchte Luft. Also ich habe nichts gegen Echsen, aber diese Echsenmenschen, die sind echt schlimm. Also ich habe ja auch nichts gegen die Argonier, die ja bei The Elder Scrolls vorkommen. Aber bei The Elder Scrolls bin ich eher ein Freund der Dunmer, der Dunkelelfen. Kennen von The Elder Scrolls dürfte das was sagen, wenn ich sage Dunmer, weil das ist nämlich die Bezeichnung, mit der sie gerne angesprochen werden wollen. Und gerade sind so ein bisschen die Frames wieder am Abkacken. Ich hoffe, das ist für euch nicht allzu schlimm. Das müsste aber eigentlich gehen, weil bei mir läuft es momentan einigermaßen flüssig. Ah, jetzt beruhigen sie sich auch wieder. Wunderbar. So. Wir rennen immer noch in der Eldrick her. Der uns zu seiner Hütte führt, die wir ja eigentlich schon längst gefunden haben. Mit Hilfe von Rufo übrigens haben wir ja auch zu ihm gefunden. Den zahmen Wolf. So, da sind wir. Hier können wir über alles reden. Beherrschst du Magie? Wir fragen mal ganz dämlich. Beherrschst du Magie? Magie ist eine der ältesten Kräfte, die es auf dieser Welt gibt. Man kann sie genauso wenig beherrschen wie den Himmel oder das Meer. Aber man kann lernen, sie zu nutzen. Kannst du sie nutzen? Ich weiß, wie man ihre Kraft formen und lenken kann. Warum bist du nicht in der Stadt? Warum bist du nicht in der Stadt? Weil ich hier hingehöre. Hier habe ich mein ganzes Leben verbracht. Aber hier draußen ist es nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit. Egal, ob in der Stadt oder in der Wildnis. Das ist wohl richtig. Hier draußen bin ich wenigstens für mich alleine verantwortlich. Das ist auch richtig. Kannst du diese Scheibe reparieren? Kannst du diese Scheibe reparieren? Hm. Lass mal sehen. Sie ist alt. Eine ungewöhnliche Verbindung von Metall und Kristall. Aber der Kristall ist glanzlos. Seine Kraft ist erloschen. Kann man das reparieren? Ich kann versuchen, den Kristall zu heilen. Erst dann kann man ihm seine Magie zurückgeben. Wofür brauchst du die Scheibe? Es hört sich so an, als wäre der Kristall verletzt worden. Der Inquisitor will ein Tor in den Vulkan öffnen. Da er zu uns so ehrlich ist, sind wir auch zu ihm ehrlich. Der Inquisitor will ein Tor in den Vulkan öffnen. Und was erhofft er sich dort zu finden? Eine Waffe gegen das Böse. Die Scheibe ist ein Schlüssel zum Tor. Verstehe. Ich hoffe, der Inquisitor weiß, was er tut. Die Sache mit den Echsenmenschen gefällt mir nicht. Aber eins nach dem anderen. Kümmern wir uns erstmal weiter um die Scheibe. Wie kann man den Kristall heilen? Wie kann man den Kristall heilen? Der Kristall muss sich selbst heilen. Diesen Prozess muss man unterstützen. Wie? Am einfachsten ist es, wenn wir die magische Aura eines anderen Kristalls auf ihn übergehen lassen. Dazu brauchen wir einen magisch aktiven Kristall. Wie bekomme ich einen magisch aktiven Kristall? Wo bekomme ich einen magisch aktiven Kristall? Die Magier aus der Vulkanfestung verwenden magische Kristalle, um Magie zu wirken. Davon brauche ich einen. Allerdings wird er bei dem Ritual seine Kraft verlieren. Das ist nicht dein Ernst. Ich soll jetzt nochmal in die Vulkanfestung latschen? Nein, ich habe einen Kristall in meiner Hütte, in der Truhe. Hier ist der Schlüssel. Okay, dann gucken wir mal nach, was er so in seiner Truhe hat. Lass mich durch. Lass mich durch, Druide. Ich glaube, die Truhe hat mir... Ups. Die Truhe hat mir auch noch gar nicht geöffnet vorher. Nein, hat mir nicht. 65 Goldstücke, ein Fläschchen, ein Wein und ein Magiekristall. Wir nehmen natürlich alles mit. Wie sollte es anders sein? Die Fackel nehmen wir natürlich auch wieder an uns. Davon mal ab, dass seine Hütte jetzt wahrscheinlich schon lichterloh abfackeln müsste. Ich habe einen von den Kristallen, die du wolltest.
Ich habe einen von den Kristallen, die du wolltest. Gut, aber denke daran, er wird bei dem Ritual seine Magie verlieren. Wenn du ihn doch anderweitig brauchst, solltest du nochmal losgehen. Hier hast du einen Magiekristall. Hier hast du einen Magiekristall. Sehr gut. Die Magie dieses Kristalls wird uns helfen, die beschädigte Scheibe zu heilen. Wie geben wir dem Kristall seine Magie wieder? Wie geben wir dem Kristall seine Magie wieder? Dazu bedarf es eines alten Rituals an einem besonderen Ort. Worauf warten wir dann noch? Bevor wir damit anfangen, muss ich ein paar Dinge mit dir besprechen. Jetzt kommt's. Was gibt es so Wichtiges zu bereden? Was gibt es so Wichtiges zu bereden? Du hast mir das Leben gerettet und ich stehe in deiner Schuld. Deshalb werde ich dir helfen. Aber du lässt dich mit Kräften ein, die du womöglich nicht verstehst. Die niemand von uns wirklich versteht. Bevor du etwas Unbedachtes tust, möchte ich, dass du zu mir zurückkehrst und berichtest. Okay, das hört sich gut an. Wir können uns ja gerne mal ein bisschen Rat von dem Druiden einholen, denn Druiden sind ja weise Männer gewesen. Ich werde dir berichten. Ich werde dir berichten. Gut, du musst so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Niemand baut ein Tor einfach nur so. Dort drinnen ist etwas. Was vermutest du? Wenn ich vermuten würde, wäre ich nicht besser als der Inquisitor. Ich will wissen, was da unten ist. Finde heraus, was das Tor beschützen soll und komm zu mir zurück. Es muss dort Aufzeichnungen geben. Die musst du finden und studieren. Und ich glaube, dafür ist die Weisheit erforderlich, die wir die ganze Zeit schon gesammelt haben. Lass uns den Kristall aufladen. Lass uns den Kristall aufladen. Gut, aber das können wir nicht hier machen. Folge mir. Na. Und schon kacken die Frames gerade wieder ab. Ja, ist ja gut, beruhigt euch, Frames. Ist ja alles gut. Alles wird gut. So, jetzt müssen wir zu dem Altar, in dem wir ja schon mal waren. Also zumindest sieht das für mich aus wie ein Altar. Halt. Was ist das hier für ein Ort? Das ist ein Platz von großer magischer Macht. Lass uns mit dem Ritual beginnen. Darauf habe ich jetzt gerade wohlgemerkt keinen Einfluss. Ja. Es ist vollbracht. Und? Was ist mit der Scheibe? Hier, sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Dann werde ich die Scheibe zum Inquisitor bringen. Tu das, aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Sei besonnen und berichte mir, bevor du eine folgenschwere Entscheidung triffst. Viel Glück. Sehr schön, wir haben 3 Kristallscheiben. Stimmt, eine Kristallscheibe hat der Don noch, das heißt, eine fehlt uns noch. Die müssen wir dann alle zum Don bringen, beziehungsweise ich möchte sie alle zum Don bringen. Ich müsste es nicht, aber ich will es gerne machen, weil ich ja ein Bandit bin. So, und dann schreiten wir erstmal weiter voran und gehen den Weg zurück. Das hat auch einen bestimmten Grund, liebe Leute. Das werdet ihr auch gleich sehen. Vorher speichere ich aber erstmal. Denn jetzt wird es ziemlich heftig. Ihr habt ja gesehen, der eine gepanzerte Echsenmensch war ja auch dabei. Jetzt, das heißt nämlich jetzt, dass es jetzt bald richtig rund gehen wird. So. Okay. Da bist du ja wieder. Genau so sieht's aus. Aber hier ist momentan noch nichts los. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Aber ich gehe trotzdem erstmal zurück, denn wir müssen in Richtung Hafenstadt, denn wir wollen ja auch noch die Quest von Patty machen. Deswegen latsche ich auch beabsichtigt zu Fuß. Das hat nämlich einen bestimmten Grund, weil es nämlich passieren könnte, dass wir unterwegs auf Echsenmenschen treffen. Und die möchte ich ganz gerne ohne sie beseitigen, bevor sie nämlich in ernsthafte Gefahr kommt. Das muss nämlich nicht sein. Denn ich habe keine Ahnung, ob hier NPCs überleben können, wie es zum Beispiel bei Skyrim der Fall ist, dass questwichtige NPCs überleben können. Das weiß ich nämlich nicht, ob das hier der Fall ist. Deswegen mache ich das dann lieber so auf die Variante. Meine Güte, Framerates, beruhigt euch. Ist ja gut.